Hey ho Leute und willkommen zu diesem neuen Mythos-Update. Wundert euch bitte nicht, wenn ihr die Stimme aus dem Off hört. Da ist gerade eine Freundin bei mir, die gerade sehr Spaß drum macht, mich neu anfangen zu lassen. Also wundert euch bitte nicht. Möchtest du meinen Abonnenten irgendetwas sagen? Okay. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit dem Mythos-Update an. Das allererste, was neu dazugekommen ist, ist das Midsommar-Event. Das könnt ihr natürlich wie jedes Jahr bei Steve machen. Und zwar bis zum 12. Juli könnt ihr diese Quest machen. Ihr müsst Starbiter sein, um das machen zu können und den Quest gemacht haben, wo ihr Steve helft, die Vögel zu füttern. Und dann könnt ihr hier ganz getrost wieder die Midsommar-Quest machen und bitte nutzt nicht wieder den Speedbug aus. Falls der überhaupt wieder geht jetzt, Leute. Macht's einfach nicht. So, und fürs nächste stellen wir uns hier mal hinten aufs Feld, denn es wurden sich ja ausreichend über die Kamera-Perspektiven, die vor ein paar Wochen ins Spiel neu dazugekommen ist, beschwert. Und das DLW hat da jetzt was unternommen. Ja, okay, es ist keine gerade Fläche, ist aber auch egal. Ihr könnt es nämlich. Ihr könnt nämlich in den Einstellungen ein größeres, etwas größeres Feld sehen. Und hier könnt ihr jetzt einstellen, wie die Körperempfindlichkeit ist. Ich präsentiere euch das mal auf der kleinsten Stufe. Das ist drehen und geht dann nur relativ schwierig. Meine Freundin hat mich vorhin auch schon richtig schön totgelacht, als ich das rausgefunden habe. Das mit der Kameraperspektive. Und mit meinen Geräuschen. Und auf der höchsten Stufe geht das ganz. So. Und das ist. Es ist gewöhnungsbedürftig, ich kann sich mit dir das selber einstellen, was ich da schön finde. Und man kann dazu noch einstellen, wie weit das Pferd, wenn man drauf ist, von einem entfernt sein soll, also von der Kamera. Ob ich jeder einstelle, sehr gut für Aufnahmen geeignet. Und genauso geht das, wenn man hier jetzt absteigt, dann kann man das noch mit dem Reiter machen. Und wenn ich das jetzt hier auch ganz weit weg mache beim Reiter, wenn ich aufs Pferd steige, dann zoomt die Kamera ran. Das müssen wir jetzt wieder ordentlich einstellen, dass ich hier wieder ordentlich leben kann. Sonst gibt es hier wieder gleich einen Lachkampf im Hintergrund. Und dann das nächste, was dazu gekommen ist, rotierende Minikarte und versteckte, mein Hut, ist ja normal. Ringbeam auch in der Face verbergen und hier gibt es jetzt noch eine Sprunghindernis-Kamera. Wenn die Sprunghindernis-Kamera auf ist, dann. Ja, Sprunghindernis-Kamera. Dann geht das Ganze erstmal. Die Kamera bewegt sich nicht mit eurem Pferd mit, wenn ihr springt. Und wenn ihr die jetzt einmal anmacht, dann ist es wie vor den neuen Kameraeinstellungen und die Kamera geht mit dem Pferd mit im Sprung. Und dann haben wir noch den invertierten Cursor, das sieht dann, ja, weiß nicht, was da der Unterschied jetzt ist, um ehrlich zu sein, aber es ist auf jeden Fall auch drin, also, ich sehe da jetzt keinen Unterschied zu, wenn er aus ist. Wenn ihr einen Unterschied seht, könnt ihr mir das hier gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten ist alles gleich geblieben. Bei Ton und Grafik ist das gleich geblieben. Und ja. Das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Neue Klamotten sind was, weiß ich nicht. Dann ist nichts in den News. Könnt ihr ja mal nachgucken, ob es da welche gibt. Wenn einer nachgucken war und es welche gibt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den neuen Quests bei Steve. Und vergesst nicht, am 12. Juli sind sie wieder weg. Und ansonsten, wir sehen uns dann am Samstag zu einem neuen Video. Tschüss.
spätestens dann. Tschüss.